Genau, und durch das offene rote Tor, da musst du durch und dann bist du, glaube ich, raus aus dem Labyrinth. Ja, bestätigt. Ich gehe da jetzt mal lieber noch nicht raus. Mein nächstes Ziel ist ein Raum. So wie es mir scheint, sind das Schachfiguren. Aber es ist eiskalt draußen. Ich glaube, ich erfriere, wenn wir uns da nicht sofort drum kümmern. Okay, ich hatte hier so eine Filmrolle. World's Greatest Chess Move. Das klingt doch gut. Versucht die mal in den Filmrekorder einzuspielen. Vielleicht kommt man da ja irgendwie auf irgendwas. Moment. Wie mache ich das Ding an? Also wenn es ein ganz altes Gerät ist, dann die Rolle einlegen und wahrscheinlich an irgendeinem an irgendwas kurbeln, würde ich schätzen. Ja, hier ist eine Kurbel, aber die kann ich irgendwie nicht bewegen. Oder du hast da, siehst du da vielleicht irgendeinen Schalter? Vielleicht musst du mir irgendwie Strom hier hinlegen oder so. Ich gehe jetzt raus und friere mir wahrscheinlich einen Pin im Arsch. Moment. Ja, also ich friere mir auf jeden Fall einen ab. Wäre super, wenn du dich beeilen könntest. Ah ja, hier ist Power. Okay, mach mal an. Hast du Power an? Irgendwie passiert hier nichts. Wie sieht's jetzt aus? Ich habe einen Generator angemacht. Okay, jetzt läuft's. Stell dich auf die weiße Seite. Also quasi, dass du der weiße Spieler wärst, okay? Ja, bin ich. Beweg den Bauern, der vor dem König steht, um zwei Felder nach vorne. Okay, next. Ich muss den Film nochmal laufen lassen, ich kann ihn nicht pausieren. Nachdem der weiße Bauer bewegt wurde, bewegt den schwarzen Bauer genau gegenüber von dem weißen Bauern. Hast du? Beeil dich bitte. Dann den Läufer. Den weißen Läufer musst du dann da, wo der weiße Bauer vorher stand. Eins. Moment. Mach schneller. Eins, zwei, drei. Genau, drei Felder weit bewegen. Schräg nach links. Moment, da wo der. Meinst du aber nicht das Pferd, ne? Den Reiter? Nee, den Läufer. Den weißen Läufer. Das Pferd. Hast du den richtigen weißen Bauern bewegt? Den Bauer vor dem König. Dann müsste der Läufer schräg raus können. Gerade. Okay, mein Fehler. Jetzt muss ich wahrscheinlich so lange hier ausharren, bis ich sterbe. Nein, mach dir warme Gedanken. Ein super Leben mit dir. Kannst du das nicht irgendwie rückgängig machen oder so? meine Sicht. Wie deine Sicht? Was Ich passiert? kriege um meine Augen langsam weiße Ränder, die anscheinend kommen, weil ich im Schnee stecke. Kannst du noch Figuren bewegen? Ich kann die Figuren nicht bewegen, so wie es in dem Video scheint, weil ich kann sie auch nicht mehr zurückpacken. Gibt's da keinen Reset-Knopf oder so? Ich suche mal, aber ich habe jetzt nichts gefunden.
Ich guck bei mir. Nee, ich habe nur den Projektor. Nein, ich kann nichts resetten. Oh nö. Dann ich beschreib dir, was ich sonst so sehe. Also dann halt Bauern, dann den schwarzen Bauern gegenüber, dann den Läufer raus. Dann wird wieder ein schwarzer Bauer bewegt, dann wird einmal die Dame bewegt, dann wird einmal das Pferd bewegt, dann wird wieder die Dame bewegt. Und dann ist vorbei. Okay. Gibt's da nicht irgendwie ein Feuer oder so? Nein. Zünd die Figuren an. Ich hab nichts zum Anzünden. Sei! Hallo? Ich werde eins mit den Figuren. Du bist keine Schachfigur. Ich finde auch nichts, womit ich die irgendwie... Ich habe hier Kerzen. Mir ist doch unglaublich kalt. Es muss doch irgendwie rückgängig gehen. Wirf die Figuren um. Und ich habe was gefunden, wie ich die Figuren hätte resetten können. Echt? Ja, dann schnell. Vielleicht haben wir noch Zeit. Okay, wir müssen uns jetzt beeilen. Also den weißen Bauer vor dem König und dann den schwarzen Bauer ebenfalls vom König. Beide in die Mitte, also beide jeweils zwei Felder voreinander stellen. Ja, ich kann das Schwarze schon nicht mehr bewegen. Nein, you can do it. Ah ja, ich kann den Weißen nochmal bewegen. Warum auch immer. Ja, und dann den weißen Läufer nach schräg links raus, sodass er quasi mit einem Feld Abstand zum weißen Bauern steht. Auf derselben Höhe allerdings. Nein! Okay, we can do it. Okay, auf ein neues. Danach wird die weiße Dame bewegt. Und zwar schräg raus, sodass sie ein Feld, quasi ein schräges Feld unter dem weißen Bauern steht. Wer? Was? Die weiße Dame nach schräg rechts rausbewegen, sodass sie unter dem Bauern steht. Also unter dem weißen Bauern steht. Der weiße Bauer steht dann ein Feld schräg links über der Dame. Next. Ja, ich muss mir diesen dämlichen Film jedes Mal wieder von vorne angucken. Danach wird das, soweit ich weiß, das schwarze Pferd bewegt, das da, wo der Bauer vorher wegbewegt wurde. Ja, genau. Das schwarze Pferd wird quasi links neben den schwarzen Bauern gestellt. Ja, next. Und dann die weiße Dame gerade durchbewegen, sodass sie den schwarzen Bauern schlägt. Fertig. Oh, Halleluja, ey. Ah, da ist eine Tür aufgegangen. Ja, bei mir ist alles noch beim Alten. Ich hab nichts Neues hier.
Okay, ich stehe jetzt in einem Raum, wo ein Buch ist. Da kann ich dir gleich ein paar Symbole raus erklären. Darüber hinaus ist eine Fläche, die mir scheint, als würde ich sterben, wenn ich auf die falsche Fläche trete. Okay, ich habe Bücher mit Symbolen drauf hier und auf der Rückseite steht zum Beispiel bei dem Buch hier, wenn ich es richtig gedreht bekomme, starting from the east after moving two steps north, head two steps towards the west, move two steps towards the north und so weiter. Also das ist wahrscheinlich dann die Wegangabe, ich hab hier halt mehrere Bücher liegen. Okay, dann erkläre ich dir jetzt meinen Anfangs, mein Anfangsbild und das letzte Bild. Er beschreibt mir erstmal das erste Bild. Das erste ist, sieht aus wie eine Blume, wie eine Rose. Mit so quasi so zwei Dreiecken. Also quasi ein Viereck als Kelch und dann zwei Dreiecken oben und so zwei Strichen am Blumenhals quasi, wie so Arme. Genau, richtig. Moment, ich guck kurz, ob das bei mehreren Büchern der Fall ist. Oh, die Zeichen sind sich ultra ähnlich ich habe bei zwei Büchern dasselbe erste Zeichen und bei einem Buch eins, das sehr, sehr ähnlich ist. Okay, also als letztes Symbol, beziehungsweise das, nein, wir reden jetzt vom zweiten Symbol nach der Blume. Das ist ein geschwungenes, ein rundes A, wo so ein kleines Ding noch oben drauf ist. Okay, ist da einfach nur so ein Strich nach oben oder ist an dem Strich noch was dran? Wenn ich es mir jetzt überlege, das sieht irgendwie aus so wie ein männliches Geschlechtsorgan, was vorne raus einen Strich hat und von dem Strich geht noch ein kleiner Strich nach rechts. Okay. Hast du auch den Penis auf deinem Buch? Ich habe tatsächlich zwei Bücher mit dem Zeichen. Okay. Das nächste Zeichen ist ein bisschen kompliziert. Das dritte Zeichen ist, Gott. Wie soll man das denn erklären? Da ist, also das Grundlegende ist ein N, würde ich behaupten. Und dann geht so ein Luftballon mit einem Kreuz drin nach oben raus. Und in dem N ist noch ein gesprungener Kringel. Gesprungenes Etwas. Aber die Zeichen sind sich alle ultra ähnlich. Ich beschreibe dir mal die beiden letzten Zeichen. Ich habe eine Ahnung, also ich glaube, ich habe das richtige Buch, aber ich bin mir nicht sicher. Das vierte Zeichen auf dem Buch ist quasi wieder der Kronleuchter, den wir eben schon hatten. Nur, dass die Spitzen keine Kreise sind, sondern Vierecke. Also Rautenvierecke und jeweils von der Spitze der Raute geht so ein ganz kleiner Strich noch ab, also wirklich so ein Mini-Strich und der Fuß des Kronleuchters hat diesmal keinen Halbkreis, sondern zwei weitere Striche, die nach links und rechts weggehen vom Hauptfuß. Ja, das habe ich auch. Okay, und das vierte Zeichen sieht so ein bisschen aus wie, weiß ich nicht, so ein Roboter. Der hat einen Strich auf dem Kopf, dann einen ovalen Kreis als Gesicht mit einem Punkt in der Mitte, dann ein
Dreieck, bei dem die Spitze oben quasi in den Kopf reingehen würde, aber die ist nicht sichtbar. Und von der geraden Seite unten vom Dreieck sind dann so zwei kleine Füße ab. Und er steht auf einem relativ länglich gezogenen Halbkreis, der ganz leicht unter den Enden eine gerade Linie hat. Und auf dieser geraden Linie steht der Roboter. Ja, das ist das Buch. Okay, perfekt. Wo starte ich? So, ich habe das eben richtig gedreht, das Buch. Hier steht Starting from the Far East. Far East, okay. Dann, after moving 2 steps north. Ja, gut, wenn man East und West nicht auseinanderhalten kann. Du lebst aber noch, oder? Wir haben doch nicht das richtige Buch. From the far east. Also ja. Ganz rechts. Genau. Ja, genau richtig. Far east ist ganz rechts. Dann müssen wir das falsche Buch haben, weil auf dem Feld sterbe ich. Aber... Okay, ich sterbe auf jedem der ersten Flächen. Also du stirbst ja scheinbar nicht, sondern wirst zurückgesetzt. Ja, da kommen Stacheln raus, Speerspitzen, die mich aufspießen und dann lande ich wieder vor dem Buch. Das klingt nicht angenehm. Oh, ich weiß auch warum. Wir brauchen ein neues Buch, bitte. Warum? Weil sich anscheinend jedes Mal das Buch ändert, wenn ich aufgespießt werde. Okay, das, ja. So, ich habe jetzt ein neues Buch. Okay. Das erste Zeichen ist ein, sieht aus wie ein Männchen mit einem Kopf, wie am Anfang, mit diesen auf der Seite gekippten Sandglas. Sandglas? Uhren? Sand? Ja. Also ich verstehe nicht, welches Uhrenglas da du siehst. Es ist bei mir so ein halbes Oval. Dann sind da zwei Ärmchen dran und der Kopf ist quasi dasselbe Rosenmuster, was wir im ersten Buch hatten. Ja, genau das meine ich. Entschuldigung. Das meine ich. Ich meine, okay. Die zwei Dreiecke oben, die auf der Seite liegen, sehen für mich aus wie ein Stundenglas. Okay, eventuell können wir es uns einfacher machen. Denn ich habe hier nur zwei Optionen, die das Zeichen als erstes haben. Sieht der Roboter ganz rechts genauso aus wie vorher oder anders? Nein, der ist jetzt eckig. Und auf dem Plateau, wo er steht, das ist ein sehr dünnes Plateau diesmal. Ah ja, genau. Und das vierte Zeichen ist quasi ist auch deutlich eckiger und sieht aus wie so ein Typ, der zwei Bälle hochhält und, keine Ahnung, Spagat macht mit sehr kurzen Beinchen. Ja, genau. Und das zweite ist wieder der gleiche Penis wie vorher. Ja, genau. Okay, dann habe ich das richtige Buch. Okay, und diesmal versuche ich links und rechts zu unterscheiden.
Starting from the far west corner. Also links. Far west, ganz links. Okay, weiter. One moves north twice. Ein fällt north? Also one bist du gemeint, moves north twice, also drei Felder nach Norden. Thrice, nicht twice, thrice. Also drei Felder nord. Genau, T-H-R-I-C-E. Nein, das war nicht richtig. Auf dem dritten Feld wurde ich aufgespießt. Jetzt können wir uns das nächste Buch schnappen. Ah, nee, ich weiß, woran das liegt. Hattest du dich schon auf das Feld in der westlichen Ecke gestellt oder standest du vor dem ersten Feld? Nein, ich stand auf dem westlichen Feld. Ja, dann da steht ja starting from the far west corner. Dann ist damit nicht das erste Feld gemeint, sondern du stellst dich quasi vor das erste Feld und das 1 ist dann quasi das erste, was du auf das Feld drauf gehst. Okay, egal. Neues Buch. Also, wenn du nach Osten ist nach rechts, ne? Nach Osten ist nach rechts und dann sollst du zwei Schritte quasi nach Osten gehen. Ja. Und weiter? Take one step towards the south. To the south, ja? Head for the eastern wall. How many steps? Da steht head for the eastern wall, also wahrscheinlich ganz durch bis ganz nach Osten an die Wand. Ja, okay, weiter. Then you may proceed towards the door. Ja, ja. Ich bin. Jawohl. Nächster Raum. Ich habe bei mir auch wieder eine Tür gehört. Vielleicht komme ich jetzt ja raus. Hier ist ein sehr langer Gang. Die Tür ist hinter mir zugegangen. Ladies and gentlemen, hier ist eine Stimme. Welcome to tonight's feature show. Es hat sich angehört, als wären wir im Theater. Hast du dieses Welcome to Tonight's Feature Show auch gehört? Ja, das habe ich auch gehört. Oh, dann sind wir irgendwo ganz nah beieinander. Warte, hörst du das hier? Ich höre nichts. Ich glaube, so wie ich schilder, muss ich jetzt. Ich bin quasi der Techniker hinter der Bühne, der sagen muss, was gezeigt wird. Okay, ich hab Türen hier. Ich kann auf die Bühne gehen. Okay, also ich bin jetzt bei Scene 1. Ich habe hier einen Schalter, mit dem ich das Ganze wahrscheinlich in Bewegung setze. Ich habe links und rechts jeweils einen Raum, wo ich etwas umstellen könnte, ein Szenenbild umstellen könnte. Siehst du das Szenenbild und kannst es auf. Also siehst du das Szenenbild und kannst es dann durch so Schlitze auf eine Bühne fahren lassen? Ich denke ja. So sieht das auf jeden Fall aus. Guck mal durch die Schlitze durch, vielleicht siehst du mich dann. Ich kann durch die Schlitze nicht durchgucken. Ach, verdammt. Hier ist auch eine Falltür nach unten. Ja, die habe ich auch. Nach oben nehme ich dann mal an. Nee, die geht bei mir auch nach unten. Okay. Hier steht ein Grammophon in der Ecke. Hast du das gerade gehört? Ich höre gerade irgendeine Melodie. What the? Alter. Hier ist so ein Wow, what the? What the? Hier ist so eine
super gruselige Marionette runtergekommen, von durch die Tür, durch die ich reingekommen bin. Und die Augen leuchten. Und wenn ich auch nur ein bisschen näher an sie rangehe, dann wird mein Vision schwarz. Okay, also ist nicht zu empfehlen. Fuck this shit, ich gehe zurück auf die Bühne. Welches Bühnenbild muss... siehst du irgendwas, was ich einstellen muss? Nee, ich habe ein Grammophon hier gehabt und das hat gesagt, there once was a castle filled with life. Okay, Moment, auf der rechten Seite habe ich ein Szenenbild mit einer Zeichnung eines Castles drauf. Ich weiß nur nicht, welcher von diesen sechs ominösen Kurbeln das Szenenbild umstellt. Mach das bloß richtig, ich habe... Scheiße, diese Figur hat sich bewegt, die kommt näher. Die Figur kommt näher, fucking beeil dich. Shit, warte, ich versuch mein Bestes. Sag mir, was du sonst noch hörst. Das Filled with Life, hast du dann das nächste? Der wiederholt immer nur dasselbe. Ich glaube, du musst das Filled with Life auf die Bühne bringen. Moment, ich versuche rauszufinden, wie ich das Ding hier umstelle. Beeil dich, ich hasse Puppen. I don't know what I'm doing. Ah, ich glaube, ich verstehe. Moment. Fuck! Alter, Junge, gib Gas. Das Viech ist gruselig. Ja, hold on. Hier ist so eine Königin oder sowas auf die Bühne gefahren. Oh, okay. Ah, da habe ich das Falsche. Moment. Mr. Puppet Master is not amused. Ich ziehe die Königin wieder zurück. Ja, die Königin ist wieder weg, aber die scheiß Marionette ist immer noch da. Was kommt jetzt auf die Bühne? Ein komischer Kasper, ein Typ mit einem sehr geilen Schnurrbart und so eine Dame in einem lila Kleid. Ja, ich denke, das wird das Richtige sein. Und jetzt muss ich nur das Castle noch hinbringen. Das ist das mittlere im Moment. Die Typen stehen allerdings ganz hinten. Wenn du jetzt ein Castle davor fährst, dann sieht man die... Ihr fährt, was fährt hier raus? Den König oder ein General oder sowas. Verdammt, das war das Falsche. Es hat sich schon wieder bewegt. Hold on. Ich kann schon auf der Hälfte der Bühne nicht mehr stehen, ohne dass es schwarz wird. Ich will nicht von dem Viech. Ja, da ist ein Torbogen rausgefahren. Ja, das ist das Castle. Okay. Jetzt müssten eigentlich die drei Figuren und das Castle draußen sein, oder? Richtig. Okay, ich glaube, das hat funktioniert. Irgendwas passiert? Licht ist rot geworden. Ja, ich brauche jetzt die zweite Szene, bitte. And there lived the king with his wife. His king with his wife, ja? Ja, hau die ganz schnell raus.
Alter, das Viech geht auf die Tür zu. Das dürfte der King sein. Das ist die Königin gewesen. Das ist der King. Okay. What do you- ich weiß nicht, was ich machen muss, um das zu, damit das aktiviert wird. Wie, was haben sie nochmal gesagt? Der König und die Königin lebten was? And there lived the king with his wife. Eventuell musst du das Schloss nochmal auf die Bühne bringen. Okay. So, jetzt habe ich die Königin, den König und das Schloss rausgefahren. Ich wechsle zur Szene Nummer 3. Okay, er hat's akzeptiert. Ich höre mir Szene 3 an. All were happy and all were good. All were happy and all were good und das Viech ist fast auf der Bühne. Beruhig dich, ich verstehe kein Wort. Was ist? All were happy and all was good oder irgendwie so. Und? All were happy and all was good. Hm. Nothing is good und ich bin nicht happy. Was ist mit dir passiert? All were happy and all were good. Das Viech ist fast auf der Bühne. Noch haben wir Zeit. Ich weiß. Vielleicht nur die drei. Muss ich jetzt vielleicht die Mannequins, den König und die Königin rausbringen? Keine Ahnung, fahr einfach alles raus. Hast du irgendwas, was happy sein könnte oder so? Na, die Mannequins sind happy. Okay, du hast außer dem Schloss, dem König und der Königin und den drei Typen keine anderen Figuren? Doch, aber das ist eine Kampfszene, glaube ich. Okay, ich glaube, wenn der noch einen Schritt näher macht, bin ich tot. Fahr mal das... das ist nicht gut. Fahr mal das Schloss auch noch raus oder so? Oh. Au. Ich konnte es nicht mehr aktivieren. Die Marionette hat die Szene gefinisht, okay. Alter, das ist Viech ist fucking gruselig. Ich will nicht mit dieser... Ich hasse Marionetten. Ich höre das, Mamuka. Ja, ich auch. Aber ich will diesmal mitbekommen, wenn die Marionette runterkommt. Ja, fahr das Ding mal. Ich kann es auch hören, was die erste Szene ist. Nee, das war ja nur die Begrüßung. So, ich spiele jetzt das Grammophon ab. Scheint dasselbe zu sein. There once was a castle filled with life und die Marionette ist da. Du hast die Königin rausgefahren, die brauchen wir noch nicht. Das dürften die Leute sein, ne? Richtig, die Leute sind draußen, das Castle fehlt noch. Ja, das Castle ist zu weit... Ah, perfekt. There once was a castle filled with life. Nächstes Scene. And there lived a king with his wife.
Selbe. And there lived the king with his wife. Also wieder das Schloss, König und Königin. Oh, ich hasse, dass das Viech nicht mal Animationen hat, sondern einfach so plöpp näher springt mit so einem Bling-Bling-Bling. Konzentration bitte. Ja, ich muss immer ein bisschen warten, bis er das akzeptiert. All were happy and all was good. Mehr Info habe ich nicht. Ups, das war die Queen. Queen. Ich stehe hier mit dem Rücken zur Wand. Ich gehe keinen Millimeter an dieses Viech dran. Ja. Das sind die Leute, ne? Ja, aber das scheint nicht zu reichen. Warte, ich bringe jetzt nochmal den König und die Königin raus. Ja, dieses Viech hat sich gerade wieder bewegt. Jetzt dürften die Mannequins der König und die Königin sein, oder? Du hast das Schloss, die Königin und die Typen. So? Jetzt sind die Typen, die Königin und der König da, aber er hat es immer noch nicht akzeptiert. Pack mal noch das Schloss dazu oder so, ich habe keine Ahnung. All were happy and all was good. All were happy and all was good. Okay, das war richtig. Until the king killed all he could. Until the king killed all he could. Until the king killed all he could. Denk bitte an das Walkie-Talkie. Ja, until the king killed all he could. Hallo? Du hast aktuell die Königin, den König mit Schwert, das Schloss und die Typen auf der Bühne. Das war anscheinend falsch. Ja, es ist viel zu viel auf der Bühne. Der König ist gerade zweimal da. Oh. Aber hat sich das Licht verändert? Das Licht ist so ein rot-lila, aber es ist noch nicht akzeptiert. Du hast auch das... Ich hab's. Oh, perfekt. Standing in blood, he proudly said. Also König, Blut und... keine Ahnung. Und was? Das letzte verstehe ich wieder nicht. Standing in blood, he proudly said. Mehr Info habe ich nicht. Okay, aber mit wahrscheinlich mit Schwert, ha? Huh? Nee, wahrscheinlich ohne. He proudly said. Ja, ich befürchte, das könnte echt knapp werden mit der Puppe. Standing in blood, he proudly said. Aha. Oh, puh, die Klappe ist aufgegangen.
Was? So, hast du das gerade gehört? Ich sehe den Ausgang. Ich... Der wieder zugegangen ist. App, bist du noch da? Ah, ich bin hinter dir. Oder vor dir. Hallo? Brauchen wir noch das Walkie-Talkie zum Reden? Ich glaube. Aber den dicken Masken? Und dass nur einer von uns rauskommt. Es muss doch irgendwie eine Möglichkeit geben, zu zweit rauszukommen. Ich habe gerade das Plingen von der Puppe wieder gehört. Soll ich mich draufstellen und du guckst mal, ob du mich irgendwie nachholen kannst? Okay. Vielleicht, wenn ich unter dem Ding stehe? Geh mal runter. Meinst du, das ist eine gute Idee? Einer muss zurückbleiben, damit der andere entkommen kann. Ist das Ende unseres Abenteuers? Ich glaube nicht. Allerdings muss die Fortsetzung auf die nächste Folge warten. Erfahrt dann, wie es weitergeht. Bei We Were Here, dem Weihnachtsspecial 2020. Ja, ich habe dann jetzt mal einfach mal App-Teilen geopfert, damit ich abhauen kann. Das, tja. Soll er sich mit der Marionette rumschlagen? Ich hasse die Marionette. Oh Mann. Aber wurde nicht gerade gesagt, es gäbe, is there another way? Hätte man zu zweit fliehen können? Außerdem hast du nicht mich geopfert, sondern ich habe mich heldenhaft... Nein, ich habe mich heldenhaft dafür gegeben, damit du überleben kannst. Ja, Auslegungssache. Also das ist auch das, was also du erzählen solltest. Ich weiß jetzt nicht. Ach so. Nee, ich habe dich einfach in den Stich gelassen. Ich bin ein schlechter Freund. Was auch das Achievement übrigens war mit Worst Friend Ever. Was? Ernsthaft? Ja. Ich habe ein Achievement gekriegt, Worst Friend Ever. Ich hab das Achievement bekommen, Why Me? Okay. Vielleicht hätte man zusammen fliehen können. Wer weiß. Aber, wo denn? Wie denn? Wir mussten beide auf dieser Platte stehen. Vielleicht, wer weiß. Muss man selber ausprobieren. Dieses war auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch dieses kleine, ein bisschen Rollenspielmäßige gefallen. Ein bisschen anders für die Weihnachtsspecial. Es wird tatsächlich, die nächsten ist, wer meinen Kanal schon länger kennt, wird wissen, Weihnachtsspecial geht normalerweise von 23., 24. bis 1. Und jetzt gerade ist ja der 24.12. Deswegen an dieser Stelle frohe Weihnachten an alle, die Weihnachten feiern, und hoffentlich schöne freie Tage an diejenigen, die es nicht tun. Und wir sind noch nicht 100% durch, denn... Ja, es wird noch mehr Folgen geben, denn das war quasi nur der erste Teaser-Anfang zu We Were Here zusammen mit Psyronix. Vielen Dank an dieser Stelle, dass er sich bereit erklärt hat, das hier mit mir durchzumachen. Und es gibt noch zwei weitere Spiele und beide werden noch ins Weihnachtsspecial mit einfließen. Ich werde gucken, dass das wird...
an dieser Stelle weiß ich noch nicht genau, wie es am Ende aussehen wird, aber ich habe große Pläne. Ich hoffe, es gefällt euch. Und ohne weitere, ich werde am Ende vom letzten Teil, am Ende des Weihnachtsspecials, habe ich ja immer einen längeren Dialog, deswegen will ich das hier gar nicht so groß breit treten. Und kann euch sagen, freut euch auf die nächste Folge, denn die beiden Chaos-Rätselmeister hier, wobei wir sind eigentlich ganz gut durchgekommen, ne? Ja, war jetzt nicht so schwer. Also ich muss sagen, diese Puppe hat aber schon so einen Schauer über den Rücken, weil die halt immer mit diesem Puppengeräusch dann so vorwärts und dann immer näher gekommen ist. Und ich hasse Puppen. naja. Aber ich bin gespannt, was uns noch erwartet. Es wird sicherlich nicht einfacher werden. Und damit sage ich vielen, vielen Dank fürs Zusehen und freut euch auf die nächsten Folgen des Weihnachtsspecial. Jeden Tag eine Folge bis zum 01.01.2021. Bis morgen. Ciao, ciao. Ciao.